So. Also, die letzte, die noch rausgekommen ist, ist von Arschgei G. Ist das schon die letzte? Ja, ist jetzt die letzte. Ja. Aber was gab's denn da? Da war noch ein bisschen. Er ging nur darum, ihn fertig zu machen. Und, ich glaube, das ist das ist bester Mann. Das ist interessant, diese Quali auf jeden Fall. Ich glaube, das ist der. Ich war positiv überrascht. Ich dachte erst, oh Gott, ich habe den Namen gelesen, dachte wieder so eine typische NRR-Quali. Name ist cool, So eine, so eine Nicht-Champions League-NRR-Quali, dachte ich jetzt erst. Ja, aber das sind dann oft diese Trolls immer gewesen mit so einem Namen. Aber dann doch. Also, lasst euch doch überraschen. Was nehmen aber wir der denn hier Name alles ist schon mal vorweg? sehr, schließt schon mal auf Trollisch. Entertainment an. Jo, was geht ab? Hey, alles tun? Hast du freshen Stuff? Tja. Ey, ich hab grad richtig fetten West Coast Style reingekriegt. Ist die Burner-Nummer. Nein, vergiss den West Coast Müll. Ich will den Hardcore East Coast Flavor Beat. Alles klar? Auf jeden, sag das gleich. Set the beats, Armageddon on the streets. Und zwei können wir. Also, der Anfang ist schon mal sehr Entertainment, Alter. Also, das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Bis zum Abwinken, noch mehr davon hätten. Zu dem Song haben sich meine Eltern kennengelernt. Ey, du hast ein Lifestyle aus der Schatzsonne. Ich bin Boss und pack die Oxycodon in die Capri-Sonne. Das klingt jetzt nach einer abgedroschenen Hafenflaske. Doch ich bringe deine Artgenossen straight an deine Magensonde. Yo, ey, ich hau Bombes mit Plänzen. Ich renne durch die Zeit. Ey, mit der Magensonde meinte wahrscheinlich so ein bisschen auf Cartman Souls Park, oder? Das war eine Analsonde. Ach so, ja. Ich hätte das mehr gefeiert, hätte er gesagt, Analsonde. Ja, ich will ja nicht unter die Gürtellinie gehen. Übrigens, freshes Oberteil, feier ich. Ja. Und bring Kinder zum Trennen und du fragst, warum nein, ich finde das witzig. Und übrigens, Kinder, den Weihnachtsmann gibt's nicht. Yeah, yeah. Ey, yo, Hip-Hop ist mein. Ey, das ist natürlich sehr fies, ne? Dass er da schon liegt, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, ja? Also, das ist halt auch so eine Sache. Vielleicht der ein oder andere NAR-Zuschauer, ne, der noch jünger ist, weiß halt noch nicht diese Information und dann liegt er da drin. Mein Jules-Win, komm mir nicht mit Judo oder Sumo-Ringer Spaß. Ich sag, ich prügel dich im Tag, die Weise übelst in die Junkie-Leiste. Bist du übelst breit gemeißelt, mit der Fresse über den Asphalt streichelt. Ja, kommt ruhig her, danach werdet ihr. Geiler Flow, muss man schon sagen. Es könnte gerade, wenn ich so das Gesicht so ein bisschen sehe, sieht man natürlich nicht viel, aber es könnte so sein. Crazy One, wenn er nicht seine raue Stimme macht. Nee, glaube ich nicht. Wenn er nicht am Kotzen ist. Also ich glaube, das ist bester Mann. Crazy One, wenn er nicht kotzt. Weißt du warum? Grad. Weil ich war im Discord mal so ein bisschen unterwegs und da hieß es ja, bester Mann, mach mal mit, bester Mann, mach mal mit. Und er hat wahrscheinlich jetzt einen anderen Namen angenommen. Arschgei G. Ja? Moment. Ich weiß nicht. Im Kühlschrank gelagert, so wie ein Camembert. Yeah. Ich hab übelst große Fresse und antworte mit Flair. Yeah. Auf deine überwiegenden Texte. Yeah. Bitch. Auf deine überwiegenden Texte. Also ja, warum denn nicht? Halt auf über weaken Texte einfach mit Flair antworten. Macht die Sache bestimmt rund, ja? Aber gefällt mir von der Quali. Video ist halt kompletter Schrott. Das muss man halt auch mal sagen, ne? Videotechnisch ist das halt komplett kompletter ja, dann, Schrott. Warte mal, dann mache ich das. Ich mach aber das es aber gibt nicht, auf jeden Fall mal ein ich mach Like. Das nicht über den Hauptbildschirm an, weil müssen ja nicht die Leute sehen, so, ich schau, was wie jetzt zugemüllt mal. Mein Desktop ist. Aber ich schaue das jetzt mal hier. Was schreiben wir denn hier? Runde. Runde. Ach, scheiße, warte mal. Klassische Ramse. Ah. Dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, sind Fake News. Ich hatte zu der Zeit noch keine Aufnahmen. Achso, All-Star-Track. Damals. Ja, welcher? Einen verfickten Tag, bevor Ramse unseren Part haben wollte, kam Rain an und meinte, er bekomme mit seinem Steinzeitprogramm die Parts nicht vom Beat getrennt. Sonst wären wir auch auf einem All-Stars-Track drauf gewesen. Das ist eine Schande. Und wisst ihr, was noch eine viel größere Schande ist? Dass es einfach seit 2 Jahren keinen mehr gab. Das muss ich ja wieder an mich reklamieren. Ja, und? Jetzt wieder Prime-Aura. Ich habe das ganze Ding damals angestoßen. So. Ich habe das ganze Ding ins Leben gerufen, den ersten komplett produziert. Und dann 2016 den nochmal zumindest komplett gemischt und geschnitten. Und dann 2017 war das, glaube ich, da habe ich dann die Ehre gehabt, das komplett verkackte, halbfertige Projekt vom Antonov zu übernehmen, was er einfach nicht fertig gemacht hat und habe dann dafür den Shitstorm kassiert, obwohl ich noch das Beste rausgeholt habe. Ich weiß nicht mal, wie und danach gab es nie wieder einen. Das ist so, das, ja. Ja gut, dann jetzt habe ich ja hier, da kommen wir natürlich.